Wizz Air darf nicht in die USA fliegen. Investoren haben sich ja schon von Wizz Air abgewendet. Gibt es da irgendwie in irgendeiner Form ein Sicherheitsproblem? Dann geht es weiter mit Flughafen München. Die sollen endlich mal eine ICE-Anbindung bekommen. Und ich sage euch, wann es soweit sein soll. Die Bundespolizei appelliert jetzt an die Fluggäste, nicht zu früh da zu sein. Also 7 Stunden vor Abflug, das wäre definitiv zu früh. Dann haben wir eine Mutter, die ihr Kind, wäre Monate alt, auf einem Flug in der Economy Class, so wie es aussieht, vorstellt und mit kleinen Geschenken die Passagiere versucht, bei Laune zu halten und auf das Erlebnis mit dem Kind einzustellen. Ich höre euch schon schreien, ah, Kinder in der Economy Class im Flugzeug, weiche Satan, nur noch schlimmer wäre Kinder in der Business oder sogar in der First Class. Und wir haben natürlich wieder Dealzone heute aus der Welt der Star Alliance mit der Singapore Airlines Premium Economy nach Europa, ja? Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, denkt dran, die Glocke anzumachen, denkt dran, ganz, ganz wichtig, einfach zu kommentieren und unten ein Like dazulassen. Auch in der heutigen Folge möchte ich natürlich an den Stammtisch in Frankfurt am 13. August erinnern. Vorher haben wir eine Sitzung der Vereinigung Passagier e.V., wer so seine Rechte und seine, ja, was soll ich sagen, seine Stimme gehört haben will, sollte unser Verein unterstützen. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter mit dem ersten Thema. Der ungarische Billigflieger Wizz Air. Ich wollte ja eigentlich über Wizz Air nicht mehr schreiben zuerst, oder schreiben tue ich sowieso selten, aber reden. Warum? Ganz einfach, weil die Fluggesellschaft eigentlich ja gut war, weil sie ja Standards hatten. Aber dann haben sie irgendwie die Standards doch nicht mehr umgesetzt, wollen keine Gewerkschaften haben und ein Investor hatte sich abgewendet. Dieser Investor hat sich vielleicht aus Sicherheitsgründen abgewendet, man weiß es nicht genau. Aber da gehe ich danach darauf ein, aber auf jeden Fall ist es so, dass man für ein Frachtflugzeug und die Wizz Air betreibt eine 330 für die ungarische Regierung, da wollten sie eine Art Foreign Carrier Permit haben. Das heißt, dass man mit dem Frachtflugzeug nach Amerika fliegen kann. Das lehnte das US-Ministerium ab. Das Verkehrsministerium sagte ganz einfach, nö, wir wissen nicht ganz genau, wer so die Kontrolle über diese Bude hat. So, und dann geht das natürlich weiter. Im Januar war es halt wirklich so, dass man dafür halt den Charter von Lufttransport von Gütern zwischen Flughäfen der Europäischen Union und Zielen in den Vereinigten Staaten beantragt hatte. Und dieser 330er Frachter sollte dann, den sie gebraucht übrigens von Qatar Cargo übernommen hat, anbieten diese Charterdienste. Die Fluglinie hat dann aber, wie gesagt, die Absage bekommen. Und um derlei Dienste in den USA auszuführen, braucht man diese Foreign Carrier Permit der US-Regierung. Unter den Open Skies-Regeln ist es eigentlich nur so eine Art Stempel abholen, aber das Department of Transportation wies den Antrag aus Ungarn einfach mal ab und begründete seine Ablehnung mit Sicherheitsbedenken seitens der FAA. Ja, die FAA könnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht entscheiden, ob sich die Sicherheitsaufsicht über Wizz Air ausreichend ist, um die Erstellung wirtschaftlicher Befugnisse an den Antragsteller zu unterstützen, heißt es in dem Schreiben. Und da können wir uns dann einfach das Ganze mal angucken, denn man möchte weitere Informationen über die Art der Sicherheitsaufsichtsvereinbarung zwischen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, EASA, und den ungarischen Zivilluftfahrtbehörden einholen. Und wenn diese Informationen da sind, kannst du den Antrag ja neu stellen. So ungefähr ist die Antwort gewesen. Die Pilotenverbände hatten da natürlich auch ein bisschen ihre Sorgen. Southwest Airlines Pilot Association, SWAPA oder Allied Pilots Association, APA, oder Pilot Association, IPA, und natürlich die European Cockpit Association, ECA, also ECA, haben da Widerspruch eingelegt. Warum? Ganz einfach, die Gegner des Wizz Air Vorhabens sagten ganz einfach, dass Lücken in deren Antrag sind. So hatte die APA angemerkt, dass der Antrag von Wizz Air weder Angaben zu US-Zielen noch zu geplanten Flugfrequenzen und Flugplänen hat. Also ist im Prinzip so eine Art globale Veranstaltung.
Da man aber bisher nicht über eine ETOPS-Zulassung verfüge, sei zudem offen, wie die Airline die Frachtflugzeuge oder die letztlichen Passagierflüge wettbewerbsfähig einbringen wollte. Da wisst ihr bisher nicht, sich dazu geäußert hat, muss man einfach gucken. Die EOS-Piloten waren zudem vor möglichen Wettbewerbskonflikten, denn Wizz Air gehört zum Teil der US-Investmentfirma Indigo Partners und Indigo Partners ist auch irgendwie bei Frontier Airlines, Volaris, JetSmart dabei und zieht die Strippen. Darüber hinaus forderte die APA, dass Mitarbeiter sich frei von Gewerkschaften organisieren und die FAA etwaige Sicherheitsprobleme einschließlich Übermüdung hinweisen können, ohne negative Auswirkungen auf ihre Karrieren fürchten zu müssen. Das ist genau das, was ich ja auch sagte. Dass da halt Probleme sind und man hatte sich ja bei Wizz Air auch nicht unbedingt, ich sag jetzt mal einfach, es fällt mir schwer, es wertneutral zu sagen, denn es ist einfach sehr dumm gewesen, was der CEO von Wizz Air gesagt hat, und zwar das mit Fatigue, also mit diesem Schlafding, dass das etwas ist, da muss man durch, so sinngemäß. Also war alles nicht ganz easy. Auf jeden Fall hat natürlich die dänische Pensionsfonds Akademia Pension hat von der Wizz Air 3 Millionen Euro Investitionen abgezogen, weil sie bei den Menschen- und Arbeitnehmerrechten, Menschenrechten? Weiß ich gar nicht, wie das sein soll, aber zumindest in Arbeitnehmerrechten, wie sie unter anderem die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte festlegen, nicht vereinbar. Und damit sind die halt raus. Das war schon Anfang des Jahres. Das war übrigens Josef Varadi, der es gesagt hat. Und der sagt ja auch, dass Gewerkschaften das Geschäft zerstören. Was natürlich, ja, irgendwo stimmt das auch schon. Aber das war ja halt, wie gesagt, schon länger her. Hatte ich auch eine Sendung im Februar mit Wizz Air, dass da die Investitionen abgezogen worden sind. Ob das jetzt ein grundsätzliches Sicherheitsproblem ist, will ich nicht sagen. Aber zumindest wird die Kultur klar, warum ich halt solche Fluggesellschaften wirklich ablehne. Was die Münchner bis jetzt abgelehnt haben, ist eine ICE-Verbindung für den Flughafen. Aber der Spiegel hat jetzt festgestellt, dass die ICE-Verbindungen an dem Münchner Flughafen wahr werden würden. Die Wahrscheinlichkeit steigt, denn wie der Spiegel berichtet, beruft man sich bisher auf vertrauliche Unterlagen zur Information zur Taskforce Intermodalität, also ganz, ganz wichtig. Die Planung ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Kosten werden mit rund 5 Milliarden Euro beziffert. Der Bau soll die neue Schnellfahrstrecke zwischen München und Ingolstadt geben. Bisher fahren die Hochgeschwindigkeitszüge auf alten Strecken nur noch mit 160 bis 200 Kilometern pro Stunde. Von dieser Strecke soll, Information des Spiegels, ein Abzweig zum Flughafen Erdinger Moos gehen, der dann weiter nach Landshut führt. Landshut ist bisher mit dem überregionalen Flughafenexpress ÜFEX angebunden. Der Zug fährt allerdings über Freising, was ja natürlich einen Umweg darstellt und den Flughafen vom Westen aus erreicht. Die Verbindung nach Landshut dürfte hingegen eine Weiterführung nach Osten sein, auch wenn der Spiegel das nicht explizit irgendwo niedergeschrieben hat. Da der Flughafenbahnhof ein S-Bahnhof ist und bereits für den ÜFEX aufgrund der zu hohen Bahnsteige 96 cm nicht ideal ist, soll unter dem Flughafen auch ein neuer Fernbahnhof gebaut werden. Der Spiegel zitiert aus dem Dokument einen ICE-tauglichen Bahnhof. Üblicherweise sind das um die 400 Meter Bahnsteiglänge und 76 Zentimeter Bahnsteighöhe. Wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass es unterschiedliche Höhen gibt, aber wusste nicht, dass 76 Zentimeter sind. Und für die Bahnfans gibt es natürlich noch ein kleines Schmankerl. Der Flughafenbahnhof hat nur eine Länge von 233 Metern und ist damit natürlich zu kurz für den Zug. In 15 Minuten zum Hauptbahnhof zu München, das hatten wir ja schon mal gehört, das hat der Stolper ja da sich hingestolpert und dann wäre man halt wirklich in 15 Minuten erreichbar, den Hauptbahnhof. Und das fände ich natürlich richtig klasse. Und Züge sollen mindestens im 30-Minuten-Takt fahren. Per ÖPNV brauchen Reisende derzeit zwischen 14 und 45 Minuten und eine Stunde ist keine Seltenheit, vor allem wenn die zwei S-Bahn-Linien mal fahren, weil sehr oft kommt es ja auch vor, dass die Züge einfach nicht fahren, manchmal aus Gründen, die die Bahn nicht vertreten hat, aber oft auch aus Gründen, die die Bahn vertreten hat, wie Probleme mit Verkehr und so weiter. Und wenn man das anguckt, ist für München ist ein direkter Verkehrsanschluss von Vorteil. Bisher ist die Anreise mit dem Zug komplett bescheuert. Zudem hat die Swiss zusammen mit der SBB auch ein Lokangebot gemacht. Natürlich, um die Gäste nach Zürich zu holen. Deshalb fährt man ja auch vom Flughafen, quasi der ein Bahnhof ist, einfach mit dem Zug ab. Und ist dann in rund 3,5 Stunden dreieinhalb Stunden ist man dann in Zürich.
Das gibt es zum Flughafen München bisher nicht. Gedankenspielerichtung hat die Deutsche Bahn aber zum Start der internationalen Partnerschaft als Starlines-Mitglied, jawohl, bekannt gegeben. Und was sollen wir uns da schauen? Wichtig ist halt einfach, dass der Stuttgarter Flughafen vielleicht auch angeschlossen wird. Ich glaube einfach, dass Flughäfen grundsätzlich ans Fernverkehrsnetz angeschlossen werden müssen und gehören, weil es ist doch einfach so, dass ein Flughafen ist ja jetzt nicht unbedingt nur für die Stadt. Und wenn man sich das mal anguckt, wie lange der Flughafen oder wie weit der Flughafen aus der Stadt raus sind, aus verschiedensten Gründen. Also, was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr dazu? Wie seht ihr das Ganze? Bundespolizei sagt jetzt auch, dass es zu Abfertigungsproblemen kommt, weil Passagiere früher kommen. Ja, Freunde der Nacht, was sollen wir denn machen? Erst kommen wir zu früh, dann kommen wir zu spät, dann kommen wir zu früh, dann kommen wir gar nicht und dann kommen wir gar nicht durch. Heute ist ja auch einer der Tage, wo man mit 200.000 Fluggästen rechnet, also zwischen 180 und 200.000. 241.000 und ein paar kaputte wäre halt der Peak. 241.228, nicht, dass ich denke, ich hätte die Zahl nicht auf Kette. Und wenn man sich das Ganze anguckt, ist es so, dass am Freitag an den Sicherheitskontrollen mit Wartezeiten von 20 bis 25 Minuten zu rechnen war. Von euch habe ich auch nichts großartig gehört. In den Foren habe ich auch nichts gelesen, dass es da was gab. Man hat allerdings natürlich die Starts reduziert auf 88 runter von 100, was war es, 108 oder sowas oder sogar 120. Damit wäre das 1200 Starts und Landungen am Tag stabil, damit es keine Probleme gibt. London hat ja schon bei 100.000 eingeknickt. Also insofern seht ihr, was hier Phase ist. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, hey, das ist okay, das muss so sein? Oder ist das, ich komme wann zum Flughafen, wann ich Bock habe? Und wenn ich 7 Stunden vorher kommen möchte, weil ich in die Lounge möchte, ist das ja mein persönliches Einzelschicksal. Ich finde es spannend. Was ich auch spannend finde, ist, wie die Reaktionen sind, wenn Babys an Bord kommen. Da ist eine Dame mit ihrem Kind, die geht von Reihe zu Reihe mit ihrem Baby auf dem Arm. Und in der Economy Class, ne? Das sind über 200 Passagiere gewesen, so stand es in dem Artikel. Und sie hat jeden eins dieser Packages gegeben. Und auf diesen Packages stand etwas drauf, was ich euch auch gerne vorlesen möchte. Ich suche es gerade, dass ich es hier auch einmal habe. Hello. Also ich übersetze direkt, damit ich wieder das Problem kommt, ist wieder bei Englisch. Nein, ich werde es direkt auf Deutsch übersetzen. Ich gucke jetzt einmal nach rechts, von euch aus links. Hello, ich bin Junwo und ich bin 4 Monate alt. Heute fliege ich in die USA mit meiner Mutter und meiner Großmutter, um meine Tante zu besuchen. Ich bin etwas nervös und natürlich auch etwas ängstlich, weil es mein erster Flug meines Lebens ist. Kennt ihr ja, wisst ihr, wie ihr das erste Mal geflogen seid. Ich weiß es nicht, weil zu klein war, auch nach Gran Canaria. Auf jeden Fall, das bedeutet, dass ich weinen werde oder aber auch Krach machen werde. Steht, oder zu viel sogar. Ich versuche leise zu sein, aber ich kann keine Versprechen machen. Bitte entschuldigt mich. Meine Mutter hat so kleine Goodie-Bags für euch gemacht mit Candy, also mit Süßigkeiten und ihr Plugs, also mit Ohrprökeln. Bitte benutzt diese, wenn ich zu laut bin. Und enjoy your trip. Also, das könnt ihr ja verstehen, oder? Vielen Dank und ein Smiley. Ja, was haltet ihr davon, dass man so etwas macht? Ich habe das Bild nochmal hochgeladen. Man sieht nicht ganz genau. Ich habe jetzt keine besseren Bilder gefunden, was das ist. Aber es sind da so einige Kleinigkeiten drin. Ich glaube, ein Keks und sowas anderes. Und natürlich die Earplugs. Ich finde das lustig. Ich finde das eher sogar drollig. Und ich habe unter einem Beitrag auch gelesen, wo eine Dame geschrieben hat, als ich mit meinem Kind zum ersten Mal geflogen bin, war ich aufgeregt und die Passagiere haben, als mein Kind geschrien hat, hat eine Dame in der Reihe dahinter das Kind genommen und man hat es dann so ein bisschen durchgereicht, damit da auch Action war und dass die Dame selber zur Ruhe kommen konnte. Für mich selber ist es einfach so, dass ich sagen muss, Leute, wir müssen ein bisschen mal geschmeidiger werden und nicht immer so egoistisch. Ich persönlich habe auch in der First Class schon Leute und Passagiere gehabt, die unmöglich waren. Also insofern habe ich dann einfach mein Headset aufgesetzt und bin in meiner Welt versunken, habe mein Essen oder was auch immer genossen und habe einfach vor mich hingeschlafen.
Das ist Natur, das ist einfach so, Freunde. Deshalb würde ich da jetzt ehrlicherweise sagen, bisschen mehr Toleranz. Auf den Heiligen Samstag kann man ja das Wort zum Sonntag so machen. Ist ja fast schon Wort zum Sonntag Zeit, ne? So ein bisschen, je nachdem, wann ihr es guckt. Kommentiert unten. Ich hoffe, dass ihr wegen den Kindern kommentiert, weil das ist ja immer so ein Thema, was die Leute triggert und wo man dann sagt, hey, 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 da müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Dann Deal Day heute und zwar in der Premium Economy mit Singapore Airlines geht es aus Kuala Lumpur nach Paris für weniger als $775. Minimum Aufenthalt ist 5 Tage. Dann ist 3 Monate maximaler Aufenthalt, keine Stopover erlaubt. Das Ticket ist nicht refundierbar und natürlich wie immer Änderungen erlaubt, aber natürlich die Fare Difference. Flüge sind natürlich Kuala Lumpur, Singapur, Singapur, Paris und dann zurück. In der Premium Economy wären das die Buchungsklasse R und da die anderen Flüge ja Q-Klasse sind, heißt das also Economy, wissen wir ja alle. Was gibt es an Meilen? Die meisten Meilen gibt es bei Air China mit 21.946 Punkten. Bei Lufthansa Miles & More gibt es immerhin noch 14.326, bei Scandinavian Airlines 13.776. Und dann gibt es natürlich auch an dieser Stelle wieder Warnungen, 3 Stück. Bei Copa Aegean und bei Air New Zealand 0 Meilen. Deshalb abonniert da quasi keine Karte für diesen Flug. Lasst es euch da nicht gut schreiben. Aber was ihr tun könnt, ist, abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Danke, dass ihr es getan habt. Sehe ich morgen wieder in Alter und Frische zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV Takeoff. Also, bis dann. Ciao.